Also ich heiße Ariane Matiak und ich komme aus Frankreich. Meine beiden Eltern sind eigentlich Opernsänger und mit 4 schon habe ich Dirigenten gesehen und gedacht, dieser Beruf sieht spannend aus. Und ich habe mich sehr viel beschäftigt damit ab meiner jungen Zeit eigentlich und diese Leidenschaft entwickelt. Ich habe die Württembergische Philharmonie kennengelernt durch einem Konzert vor ein paar Monaten. Das war ein russisches Programm und dadurch habe ich die Qualität von dem Orchester gesehen. Und kurz danach haben wir ein anderes Konzert mit französischer Musik. Und ich habe bemerkt, wie eigentlich dem Orchester kann switchen zwischen eigenen Stilen. Und das ist genau, was ich mag. Und deshalb, ich finde hier ganz toll, natürlich unser großes Repertoire immer und immer zu pflegen, aber auch zu suchen, in Detail zu gehen, in die Musikgeschichte und kleine Bonbons finden und denen zum Publikum zu präsentieren. Ich finde die Württembergische Philharmonie sehr engagiert und das ist auch, was ich schätze, in ihrer Art, Musik zu teilen mit jungen Leuten, jungen Musikern, dem Publikum. Die entwickeln sehr viele verschiedene und kreative Projekte, wo ich Lust auch habe, da etwas zu machen. Ich bin auch selber sehr engagiert, besonders beim Jugendorchester. Ich meine, das ist, ich glaube, wirklich unsere Aufgabe, unsere jungen Musiker zu pflegen und auch unser Publikum. Die Präsenz vom Publikum ist wirklich das Wichtigste für uns als Musiker, weil wir sind da, um unsere Kunst zu teilen. Und deshalb war es so frustrierend während Corona-Zeit, nur vor Kameras zu spielen. Das war etwas nicht organisch. Wir müssen spüren auch die Energie hinter uns und wir sind da eigentlich zum Geben, eine gewisse Energie, eine gewisse Freude und ein Weg auch über Sachen im Leben zum Nachdenken. Wie jedes Mal, man kommt in einem Orchester, man hat dieses Gefühl auch, man hat eine neue Familie getroffen. Und das ist es, was ich möchte. Das ist eine so enge Beziehung haben mit einem Orchester, dass man könnte noch weiter gehen.